Aktien und Gold. Was ist alles passiert? Wo stehen wir gerade? Und was können wir erwarten im neuen Jahr? Wo sind die Chancen? Wo sind die Gefahren? Und was müssen wir 2021 beachten? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Weihnachtsfest gehabt, trotz der Besonderheiten in diesem Jahr. Jetzt haben wir das alles auch wieder hinter uns. Jetzt können wir wieder nach vorne schauen und wir können uns hoffentlich entspannt Gedanken machen zu den Börsen und zu den Finanzmärkten. Und dafür bekommen Sie auch dieses Jahr wieder von mir meinen Ausblick aufs neue Jahr. Ich habe das Gefühl, diesmal ist es besonders knifflig, aber ich versuche es natürlich trotzdem. Die großen Finanzhäuser alle, Goldman Sachs, JP Morgan und so weiter, die müssen auch jedes Jahr ihren Ausblick machen, egal was passiert ist. Da sehe ich mich auf Augenhöhe natürlich und darum mache ich auch wieder einen Ausblick. Sogar Sarah Wagenknecht hat einen Ausblick gemacht dieses Jahr. Rettet uns die Impfung, mein Ausblick auf 2021. Ist nicht uninteressant, aber das Interessanteste daran sind natürlich die 250.000 Aufrufe innerhalb von 3 Tagen. Und dazu kann ich nur sagen, Frau Wagenknecht, wir könnten Sie hier auch brauchen. Machen Sie was aus sich, machen Sie mal was Vernünftiges. Wir bieten Ihnen hier ein leistungsorientiertes Gehalt und das mit den Einzelaktien, das kriegen wir auch noch hin. Mit Einzelaktien hat sie noch ein Problem. Ich habe in ein paar Videos reingeschaut von ihr. Sie bespricht so gut wie nie Einzelaktien und auch eigentlich keine Branchen, nichts. Aber das wird alles auch noch. Vielleicht schaffe ich es aber auch ohne Sarah Wagenknecht. Auch Sie können mich dabei unterstützen, einfach indem Sie meinen Kanal abonnieren, sofern Sie es noch nicht gemacht haben. Dabei dann auch immer die Glocke drücken, damit Sie auch nicht verpassen, wenn ein neues Video von mir da ist. Und ich bedanke mich dafür bei Ihnen schon mal herzlich im Voraus. Zum Ausblick. Ist sowas überhaupt sinnvoll, so einen Ausblick zu machen auf ein neues Jahr? Die Zukunft kennt ja im Prinzip keiner und darum liegt man auch gern mal daneben. Passiert ja auch ständig jedem. Ich habe meinen eigenen Ausblick vom letzten Jahr mir jetzt gerade noch mal angeschaut und ja, ist schon interessant. Ich würde sagen, das meiste von dem, was ich damals gesagt habe, ich würde es heute auch wieder unterschreiben oder noch unterschreiben. Ich habe auch mit vielen Dingen recht gehabt im Nachhinein, aber zum Teil natürlich aus den völlig falschen Gründen, weil seitdem neue Dinge passiert sind, unter anderem eine große Virenepidemie, von der Sie vielleicht auch schon gehört haben. Jedenfalls, das Video ist jetzt ein Jahr alt, aber es kam mir teilweise so vor, als wäre es aus einer völlig anderen Zeit. Naja, wenn es ein Jahr gegeben hat, das wirklich nicht normal war, das wirklich geprägt war von Extremen, von einer extremen Krise, von Verwerfungen, dann war es dieses Jahr. Aber an den Börsen, erstaunlicherweise, jetzt mal abgesehen natürlich von dem Einbruch, den wir im Frühjahr gehabt haben, es war ein fabelhaftes Jahr. Es hätte gar nicht besser laufen können. Das macht viele fassungslos, aber es hat natürlich seine Gründe. Und für diese Gründe gibt es auch tolle Abkürzungen inzwischen, nämlich FOMO, TINA und MEASLE. FOMO steht für Fear of Missing Out, die Angst, nicht dabei zu sein. Als die Märkte wieder gedreht haben, da waren viele noch sehr skeptisch. Die wollten gar nicht kaufen, haben auf der anderen Seite aber Angst gehabt, der Markt läuft ihnen davon, haben dann doch gekauft, haben damit die Kurse noch zusätzlich nach oben getrieben. Dann TINA. There is no alternative. Es gibt zu Aktien keine Alternative zurzeit. Wegen der Krise sind die Zinsen so niedrig, dass man Aktien kaufen muss, weil Anleihen jetzt nichts mehr abwerfen. Und dann noch MEASLE. Das habe ich selbst erfunden. Steht für mir ist so langweilig.
Es ist wohl so, die Leute sind wirklich zu Hause gehockt und haben sich plötzlich mit Aktien beschäftigt. Wahrscheinlich, weil ihnen auch nichts Besseres eingefallen ist. Und dadurch haben wir jetzt offenbar auch eine ganz neue Generation von Aktienanlegern. Ist hoch erfreulich, aber die neue Generation muss genauso wie alle anderen Generationen auch aufpassen, dass ihnen dieselben Fehler nicht nochmal passieren wie ihren Vorgängern. Zum Beispiel hat neulich der Gründer von Interactive Brokers gesagt, das Geld ist so billig, also warum sich nicht Geld leihen und damit Aktien kaufen? Das ist genau das, was unsere Kunden zurzeit machen und sie verdienen damit eine Riesenmenge Geld. Ist schön für seine Kunden und es stimmt sicher auch, was er da sagt, aber irgendwelche hippen Aktien kaufen auf Pump und damit schnell Geld verdienen. Das funktioniert vielleicht zur Zeit, weil Bewertungen bei vielen Aktien ja momentan anscheinend gar keine Rolle mehr spielen. Es funktioniert aber nicht immer. Darum liegt darin auch eine Gefahr. Aber wie auch immer, auch das hat die Märkte wohl mit nach hoch getrieben. Und in den letzten Wochen, da kam dann noch zusätzlich was dazu, nämlich die Hoffnung auf die Impfstoffe. Da gab es dann wirklich kein Halten mehr. Neue Rekordstände, vor allem in den USA. Die Impfstoffe kommen, hurra, alles wird gut. Nächstes Jahr lachen wir wieder alle und singen und tanzen und geben uns alle die Kante am Ballermann. Wunderbar. Wenn man das jetzt alles so auf sich wirken lässt, so eine Rallye in so einer Krisenlage, dann kann man schon zu dem Schluss kommen, also wenn noch nicht mal die Corona-Krise diesen Bullenmarkt, den wir jetzt schon länger haben, wenn noch nicht mal die den Bullenmarkt abwürgt, dann wirkt ihn gar nichts mehr ab. Ergo, die Rallye geht weiter, es gibt nichts, was sie noch stoppen kann. Aber ist es auch so? Wie gesagt, wir haben viel Euphorie, die Impfungen starten. Wobei das ja auch alles nicht so einfach ist. Also jetzt mal gesetzt den Fall, die Impfungen funktionieren wirklich und sie sind relativ unbedenklich, wovon ich jetzt mal ausgehe. Aber wir haben dann immer noch das Problem der Verteilung und der Akzeptanz von diesen Impfstoffen. 70% der Bevölkerung müsste man impfen, habe ich gelesen, damit eine Gesellschaft dann immun ist. Aber für Kinder gibt es ja schon mal gar keinen zugelassenen Impfstoff. Das heißt, man müsste von den Erwachsenen eigentlich mehr oder weniger 100% impfen. Und das ist wohl erstmal kaum zu schaffen. Und dann kriegen wir sowieso nächstes Jahr nur so 2 bis 3 Milliarden Impfstoffdosen. Das ist sehr viel natürlich, aber es gibt 8 Milliarden Menschen. Das heißt, in vielen Ländern, gerade in den armen Ländern, da kann man die Menschen 2021 bei Weitem noch nicht alle impfen. Das wird also für viele Länder durchaus bitter und es wird sich auch alles noch lang hinziehen. Wird sich die Wirtschaft erholen? Das ist sehr wahrscheinlich, würde ich sagen. Sie erholt sich ja jetzt schon. Die Frage ist nur, in welchem Umfang. Ich freue mich schon ganz furchtbar auf die Meldungen dann nächstes Jahr, wenn man dann liest, oh, die Wirtschaft, die hat sich im letzten Quartal so stark erholt wie schon seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und im untersten Absatz steht dann nur noch, naja, das Niveau von 2019 haben wir aber nicht wieder erreicht. Man wird mehr oder weniger feststellen dann, dass die Wirtschaft auch nicht viel besser dasteht als vor der Krise, sehr wahrscheinlich zumindest. Aber die Bewertungen sind dann natürlich deutlich höher. Und wenn jetzt also jemand argumentiert, man muss jetzt Aktien kaufen, weil sich die Wirtschaft wieder erholt, da würde ich dann doch sagen, diese Erholung ist sehr wahrscheinlich schon eingepreist. Sie ist mehr als eingepreist wahrscheinlich. Ist aber sowieso nicht das Entscheidende, würde ich sagen. Das Entscheidende für die Rallye war Tina. Aktien sind alternativlos, weil die Zinsen am Boden liegen. In der Eurozone liegen sie gefühlt schon immer am Boden, in den USA liegen sie jetzt aber eben auch wieder am Boden. Und im Vergleich zu Bonds in den USA sind sogar die teuren US-Aktien immer noch billig. US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit bringen 0,9% Rendite momentan. Wenn man das mit dem Standard & Poor's Index vergleicht, sagen wir, der hat einen KGV von 30 gerade ungefähr, dann hätten wir da ja auch immer noch einen Gewinn von 3% auf das Investment im Vergleich zu 0,9% bei den Anleihen. Und damit wäre der Index immer noch stark unterbewertet.
Das ist zum Beispiel auch der große Unterschied im Vergleich zum Jahr 2000. Da waren US-Aktien vom KGV her ungefähr so teuer wie jetzt, aber die Rendite auf 10-jährige Anleihen war bei 6%. Da waren Aktien also wirklich teuer im Vergleich zu Anleihen. Aber wie geht es jetzt weiter? Also, wie gesagt, jeder rechnet ja schon mit dieser berühmten Normalisierung nächstes Jahr, aber was heißt es? Es heißt, die Wirtschaft erholt sich mehr oder weniger in irgendeiner Weise. Es heißt aber auch Reflationierung. Die Fed verfolgt mit ihrer Geldpolitik natürlich das Ziel, dass sie die Inflation wieder auf 2% bringt. Beziehungsweise diesmal hat sie ja gesagt, sie will die Inflation sogar überschießen lassen, also über ihr Inflationsziel von 2% hinaus, damit der Laden einfach wieder im Schwung kommt. Ob sie das jetzt schafft und wann sie das schafft, das wissen wir nicht. Eins wissen wir aber, eine steigende Inflation, das heißt auf kurz oder lang auch steigende Zinsen, steigende Marktzinsen. Und das vertragen die Börsen eigentlich gar nicht, weil Aktien werden dadurch unattraktiver, erstens. Und das andere ist aber, die Verschuldung der Unternehmen ist mittlerweile hoch in den USA und steigende Zinsen drücken dadurch natürlich empfindlich auf die Gewinne. Ich würde sagen, die Börsen sind dieses Jahr nicht gestiegen trotz der Krise, sondern genau wegen der Krise. Die Krise hat die Voraussetzung geschaffen für die niedrigen Zinsen. Nur wenn die Krise mehr oder weniger verschwindet, dann verschwindet natürlich auch diese Voraussetzung für steigende Kurse, früher oder später. Und dann stecken wir möglicherweise in einer Situation, in der sich dann die Wirtschaft eben halbwegs erholt, in der dann aber auch die Zinsen steigen, in der dann Aktien wieder unattraktiver werden. Und das kommt noch zusammen mit hohen Bewertungen und mit einer Euphorie am Markt, die in vielerlei Hinsicht schon etwas überzogen ist. Lässt sich meiner Meinung nach ablesen, zum Beispiel am Technologiesektor. Innerhalb vom Technologiesektor gibt es Sektoren, die völlig absurd bewertet sind inzwischen. Es gibt da keinen Realitätsbezug mehr, ähnlich wie im Jahr 2000. Dann die Sorglosigkeit allgemein. Also es gibt natürlich immer wieder noch Warnungen vor Überhitzungen und so weiter. Die werden seltener. Man nimmt sie auch nicht mehr wirklich ernst. Und es gibt natürlich auch noch die gängigen Indikatoren, also sowas wie die Put-Call-Ratio. Die haben wir hier von Bloomberg, eine Grafik von Bloomberg. Puts zur Absicherung werden im Verhältnis zu Calls so wenig gekauft momentan wie zuletzt im Jahr 2000. Die Marktteilnehmer sind jetzt also wieder extrem optimistisch positioniert und auch das ist, weiß Gott, kein gutes Zeichen. Wie sieht's für Gold aus? Eigentlich das gleiche in Grün, aber doch nicht so ganz. Natürlich, auch Gold ist stark gestiegen, wegen der niedrigen Zinsen, wegen der expansiven Geldpolitik. Ich habe hier allerdings Ende Juni ein Video gemacht zu Gold, in dem ich gesagt habe, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass Gold jetzt immer weiter steigt. Das haben manche kritisiert, weil ja damals jeder davon gesprochen hat, die Notenbanken fluten die Märkte mit billigem Geld. Gold wird jetzt absolut durch die Decke gehen. Aber es ist anders gekommen in den letzten Monaten zumindest. Gold ist seit August wieder gefallen, hat sich damit deutlich schlechter entwickelt als zum Beispiel der Aktienmarkt. Und ich muss sagen, ich bin bei Gold kurzfristig ein bisschen ratlos. Diese Stimulation durch die Notenbanken, die ist da, das ist ganz klar. Ich kann aber immer wieder nur daran erinnern, was nach der Finanzkrise passiert ist, dann im Jahr 2011. Gold ist erstmal stark gestiegen, 2011 war das Ganze dann aber vorbei. Der Aktienmarkt ist weiter gestiegen, Gold ist eingebrochen und hat sich auch 2018 erst wieder richtig erholt. Denn damals, 2011, war die Krisenstimmung plötzlich vorbei und der Markt hat relativ früh vorweggenommen, dass die Zinsen wieder steigen werden. Und ich habe nach wie vor schon die Sorge, dass das auch diesmal wieder passieren könnte. Auf der anderen Seite, und das muss man auch sagen, die ganz große Zinswende, die man sich vielleicht erwartet hat, die kam ja gar nicht, beziehungsweise die kam vielleicht im Ansatz, ist aber schnell wieder in sich zusammengefallen. Und daraus haben die Händler und die Anleger möglicherweise was gelernt und sie verhalten sich diesmal bei Gold vielleicht ein bisschen anders. Letzten Endes geht es ja um Realzinsen. Wenn die Inflation steigt, steigen auch die Zinsen, haben wir gehört. Aber das tun die ja natürlich nicht unbedingt parallel.
Wie gesagt, die Fed will die Inflation diesmal überschießen lassen. Und wir haben hier eine Grafik von der Financial Times mit der Kernrate bei den Verbraucherpreisen in den USA. Die ist natürlich stark eingebrochen im Frühjahr. Sie liegt aber jetzt schon wieder bei 1,4%. Es ist klar, dass sie wieder gestiegen ist und 1,4% sind jetzt auch noch nicht unbedingt bedrohlich. Aber ich muss schon sagen, wenn man bedenkt, in was für einer Krise wir ja immer noch sind eigentlich, dafür sind 1,4% Kerninflation nicht so wenig. Und gleichzeitig, wie gesagt, ja aber nur 0,9% Zinsen auf 10-jährige US-Staatsanleihen. Also deutlich unter der Inflation, weil ja die Fed die Marktzinsen drückt. Das ist für Gold eigentlich optimal. Und diese Konstellation könnte diesmal wirklich ein Dauerzustand werden, weil, und das wird einem einfach immer mehr bewusst, weil die westlichen Wirtschafts- und Finanzsysteme inzwischen hohe Realzinsen auch einfach nicht mehr vertragen, höchstwahrscheinlich. Dadurch steigt eben der Schuldendienst, den die Staaten und die Firmen zu leisten haben, was dann die Konjunktur sofort belastet, was dann die Börsen sofort belastet. Ich glaube da also inzwischen nicht mehr wirklich dran, dass unsere Notenbanken in Zukunft, wenn wieder Inflationsdruck kommen sollte, dass die darauf in angemessener Weise reagieren werden mit Zinserhöhungen. Wäre schön, wenn ich Unrecht habe, aber ich glaube es nicht. Darum, was Gold betrifft, ich bin mir kurzfristig nicht sicher, wie gesagt, mittel- bis langfristig würde ich aber sagen, es spricht doch wieder einiges für Gold. Ansonsten meine Erwartungen fürs neue Jahr. Ich gehe von einer Sektorrotation aus, weg von hochbewerteten Wachstumsaktien hin zu zyklischen Aktien, die niedriger bewertet sind und die von einer wirtschaftlichen Erholung konkret profitieren würden. Ist im Prinzip nicht originell, das sagen zurzeit viele, das findet auch schon statt. Es wird aber wahrscheinlich kommen mit Schwankungen, diese Sektorrotation. Und man muss auch aufpassen, in welche zyklischen Sektoren man investiert. Es gibt Unternehmen, die hat die Krise nämlich hart gebeutelt und die werden viele Jahre brauchen, bis sie sich wirklich wieder erholen. Und es gibt auch viele Unternehmen, die schon vor der Krise nicht besonders gut dagestanden sind. Und das sind dann unbedingt jetzt nicht, auch nicht unbedingt die Aktien mit dem hohen Kurspotenzial. Der zweite Trend, der sich abzeichnet, meiner Meinung nach, der sich auch jetzt schon abzeichnet, ist eine Outperformance wieder der Emerging Markets gegenüber den westlichen Börsen. Das ist der MSCI Emerging Markets Index im Verhältnis zum MSCI World Index. Wir sehen hier, seit 2010, 2011 haben sich die Emerging Markets stark unterdurchschnittlich entwickelt. Und ich sehe jetzt aber eine gute Chance, dass sich das in den nächsten Jahren wieder ausgleicht. Es deutet sich schon an, die Bewertungen sind deutlich niedriger und auch das Sentiment für die Emerging Markets hat sich ja deutlich verbessert wieder. Emerging Markets ist natürlich mein Leib- und Magenthema und dazu habe ich auch für Sie einen Zukunftsmärkte-Report. Da geht es diesmal um die BRIC-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien und China und wie da 2021 im Speziellen die Aussichten sind für die jeweiligen Börsen. Die Zukunftsmärkte-Reports von uns sind völlig gratis. Wenn Sie den Report haben möchten, Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unten unter dem Beitrag. So viel zu den positiven Dingen, Emerging Markets und verschiedene zyklische Sektoren. Ich glaube aber auch, 2021 wird insgesamt schwieriger, als die meisten Leute denken. Das ist ja auch genau das Problem oft am Aktienmarkt. Ich glaube jetzt nicht an einen Crash. Ich glaube, dafür ist die Notenbankenunterstützung zu stark. Ich kann mir aber gut vorstellen, eine signifikante Korrektur oder mehrere Korrekturphasen. Eigentlich halte ich sogar für unvermeidlich. Vielleicht in der ersten Jahreshälfte schon, auf jeden Fall aber dann, wenn die Anleger sich wirklich mal ernsthaft konfrontieren mit den Realitäten dieser sogenannten Normalisierung, auf die wir alle warten. Und ich bin außerdem davon überzeugt, wie gesagt, es gibt gefährliche Blasen in einzelnen kleineren Segmenten im Wachstumssegment.
Stichwort Elektroautos mittlerweile, Stichpunkt neue Antriebe, dann irgendwelche Homeoffice-Tools mit Milliardenbewertungen mittlerweile, die nie Gewinn machen werden. Wir haben Bewertungen in manchen Bereichen, die sind völlig abwegig, weiß auch jeder. Diese Blasen, befürchte ich, werden platzen im nächsten Jahr. Da können wir nur hoffen, dass es nicht auch den gesamten Markt mit nach unten zieht. Heißt jetzt nicht, alle Aktien verkaufen fürs neue Jahr, es heißt aber vielleicht aber ein bisschen möglicherweise den Fuß vom Gas nehmen, vielleicht auch mal Gewinne mitnehmen, wenn Sie irgendwas haben, das schon richtig gut gelaufen ist. Breiter streuen möglicherweise, eher vielleicht auch mal in defensive Aktien. Cash aufbauen, durchaus auch. Cash ist nie verkehrt und wenn man eine Korrektur bekommen würde, kann man damit dann ja auch nachkaufen, wenn man möchte. Und natürlich immer dranbleiben an den Märkten. Nicht nur an den Aktienmärkten nächstes Jahr, sondern eben verstärkt auch stärker als sonst an den Anleihenmärkten, an der Zinsentwicklung, an der Inflationsentwicklung. Und wir werden das ja hier auch gemeinsam beobachten. Wir schaffen das schon. Das war's, jetzt haben Sie wirklich lange durchgehalten. Großes Lob für Sie, Sie haben sich eine Belohnung wirklich verdient und Sie können sie auch kriegen, wie gesagt, mit unseren gratis Zukunftsmärkte-Reports, für die Sie sich jetzt nur noch schnell eintragen müssen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Und ich wünsche Ihnen damit auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass es für Sie ein glückliches Jahr wird und ein erfolgreiches Jahr. Und vielleicht sehen wir uns im neuen Jahr dann wieder hier. An mir soll es nicht liegen. Alles Gute Ihnen und Dankeschön fürs Zuschauen.